Noch nicht allzu lange ist es her, da hat Julian Pollina die Husi besucht und gelernt, wie man näht und kocht und putzt. Das habe ganz gut geklappt, ließ er uns wissen. Vielleicht also war er auch in dieser Hinsicht etwas reifer wie andere Gleichaltrige. Beim Songschreiben jedenfalls ist er es. Unter dem Namen Faber macht er Musik wie ein Besessener. Und das mit 24 Jahren. Faber könnte ein ganz großer werden. Einer von uns beiden war ein Arschloch. Und das wirst du. Sein Ruf reicht schon weit über den heimischen Zürcher Kreis 4 hinaus. Ja, dein neuer, der sei Rapper, dein neuer, der sei besser, dein neuer hat ein Unterarm-Tattoo. Seine Lieder leidenschaftlich und lebensklug. Einer von uns beiden hat gelogen, und das war ich. Ich denke, das ist positiv gemeint, wenn jemand das sagt, dass man sehr reif wirkt, und das nehme ich auf jeden Fall als Kompliment an. Aber ich glaube auch, dass zum Teil gerade viele Journalisten sind halt nicht in meinem Alter und haben darum auch einen anderen Blick auf die Sache. Und zum Teil werden auch junge Leute einfach grundsätzlich ein bisschen unterschätzt. Eine jugendliche Verweigerungshaltung hat er sich jedenfalls bewahrt. Gefällt sich abseits vom Geschehen. Derweil er in seinen Texten voll angreift. Ich lass dich einfach nicht los. Er spielt mit Ironie und Provokation, hat ein gewinnendes Äußeres und die richtige Attitüde. Vom jungen Bob Dylan ist die Rede, alle Medien wollen ihn. Dabei kommt sein Debütalbum erst raus. Ich habe dich geliebt, 1000 Franken lang. Und wenn du neben mir liegst, sehe ich dich an. Eine lange Liedtradition klingt da an, von Jacques Brel bis zu heutigen Balkan-Beats. Virtuos die Band, charismatisch der Frontmann. Radikal wie er ist, hat er alles auf die Karte Musik gesetzt. Wir haben halt nie Lock gehabt und von Anfang an gesagt, das ist jetzt alles und es gibt nichts anderes. Und ich muss jetzt sofort mit dem Geld verdienen und nur das machen. Und ich glaube, das hilft halt, wenn du einfach mega fokussiert bist. Eigentlich hat er den Liedermacher ja schon im Blut. Sein Vater, der Sizilianer Pippo Pollina, machte von der Schweiz aus groß Karriere. Die Herkunft soll aber möglichst kein Thema sein. Eine bewusste Abgrenzung vom Vater? Also ich sehe das überhaupt nicht so. Ich glaube, wir sind in dem Sinn ganz total normal miteinander, dass ich weder das Gleiche machen möchte noch etwas total anderes. Ich glaube, ich tue das total einfach trennen. Wir sind nicht ein Familienunternehmen oder so, wo in eine gleiche Richtung geht. Ich möchte plötzlich das Unternehmen anders führen. Wir sind eine normale Familie und machen einfach beide Musik. Faber geht seinen Weg. Ist eigenständig, traditionell und doch modern. Und er hat seine ganz persönliche Sprache entwickelt, die poetisch wie politisch ist. Die einen ertrinken im Überfluss. Eine klare politische Haltung, für ihn selbstverständlich. Diese fordert er auch von erfahrenen Musikerkollegen ein, die ein größeres Publikum erreichen, wie etwa Blick. Da fühlt man sich als Mensch manchmal allein. Es wäre halt an der Zeit, dass jemand anders, wo eine Position hat, keine Ahnung, in der Schweiz vielleicht einen Blick oder so, müsste aber auch etwas Gutes aussehen, anstatt da immer so, ja, ich habe mich jetzt noch nicht so informiert. Und ich weiss es jetzt noch nicht, also mich dunkelt das ein bisschen. Ich dachte so, ey, Alter, ich mach mich nicht fertig. Faber reibt sich eben gerne an der Welt. Da muss auch einmal eine gut gemeinte Lebensweisheit dran glauben. Faber, ein Versprechen. Ja, ein Drittel der Husi ist vorbei. Was ist eure erste Bilanz?